So, willkommen zurück und heute mal ein ernsteres Thema, denn ja, ich habe es jetzt mal angesprochen, aber mittlerweile habe ich jetzt auch mal endlich raus, warum es zum Teufel so wenig Views bei mir gibt. Und nicht nur bei mir, sondern auch bei vielen anderen YouTubern, denen ich folge und vor allem großen YouTubern. Da komme ich ein bisschen später zu sprechen, also wenn ich das Topic angesprochen habe. Also, ich würde euch gerne bitten, wenn euch meine Videos gefallen und ihr gerne mehr Videos sehen wollt und ihr auch schon Abonnent seid, bitte geht auf meinen Kanal und aktiviert das Glockensymbol. Denn YouTube hat vor, sag mal, 7, 8, 9, 10 Wochen Algorithmus geändert und obwohl ihr eventuell schon Abonnenten seid oder auch wenn ihr schon Abonnenten seid, kriegt ihr keine Benachrichtigung, dass ein neues Video rausgekommen ist. Und das ist bei vielen großen YouTubern, unter anderem The Dude in Blue, ja, aus Amerika, der halt da so Autovideos macht und auch viele anderen. Und bei ihm hat das so den Effekt gehabt, dass normalerweise er ein Video gemacht hat und es ungefähr 100.000 Views bekommen hat, ja, innerhalb von kurzer Zeit. Mittlerweile ist es so, dass er nur noch knapp 10.000 bis 20.000 Views bekommt, teilweise sogar 8.000, 9.000 und dann das Video wie, als ob es stirbt. Ja, als ob YouTube Snapchat geworden wäre. Das heißt, das Video geht online, Leute gucken das und dann verschwindet es in den Weiten des YouTube-Universums. Und das Problem dabei ist, und das hat er auch jetzt gesehen gehabt und das sehe ich jetzt auch bei mir, ich habe nämlich meine Statistiken auch mal gecheckt, ist, dass einfach extrem wenig Leute, die Abonnenten sind, die Videos überhaupt sehen, nicht weil sie nicht sehen wollen, sondern weil sie gar nicht wissen, dass ein neues Video draußen ist. Ja, ihr kriegt halt keine Notifications. Und das hängt wirklich damit zusammen, dass dieses bescheuerte Glockensymbol dazugekommen ist und man das aktivieren muss, damit man auch wirklich Benachrichtigungen über jedes Video bekommt. Ansonsten kriegt ihr das so sporadisch, mal einmal die Woche vielleicht ein Video, obwohl ich vielleicht 4, 5 Videos rausbringe, kriegt ihr das gar nicht mit. Und ich glaube, es liegt wirklich daran, in diesem bescheuerten neuen Algorithmus, den YouTube an den Start gebracht hat, dass ihr einfach nicht wisst, dass ich neue Videos rausbringe. Und wenn euch meine Videos gefallen, dann würde ich euch bitte jetzt bitten, dass ihr auf meinen Kanal geht und neben dem Abonniert-Button oder Subscribe-Button dieses blöde Glockensymbol anmacht. Ja, dann habt ihr so Striche neben das Symbol. Ich blende das mal ein, wie es aussehen muss. Und dann kriegt ihr auch wirklich Benachrichtigung, dass ich ein neues Video an den Start gebracht habe. Wenn ihr auch Auto-Review.com abonniert habt, also mein Zweitkanal, wo ich die Autos teste, wie zum Beispiel den hier, ich verrate euch jetzt nicht, was für ein Auto das ist. Wenn ihr wisst, was für ein Auto das ist, schreibt es mal unten in die Kommentare. Ja? Dann bitte auch dort auf den Kanal gehen, also Auto-Review.com. Ich verlinke es mal oben rechts, also hier bei euch. Und aktiviert das Glockensymbol dort auch bitte. Ja? Denn ich mache halt dort, falls ihr es noch nicht wisst, komplett Auto-Reviews, wo ich halt diese Autos, die ich zum Test bekomme für 3, 4 Tage, in komplett ausführlich 20, 15, 20, 25 Minuten lang je nach Fahrzeug, wo ich das Auto von außen vorstelle, ganzen Platzangebote, alle Buttons erkläre und so weiter, wo was ist, wie viel Platz man hat, was für Verbrauch das Auto hat, Kofferraum und was ich drüber denke im Alltag, wie es sich fährt, mit realistischen Verbrauchswerten. Ja? Also ich würde euch wirklich ganz, ganz doll bitten, ja, dass wenn ihr Bock an meinen Videos habt und auch auf dem anderen Kanal, ihr bitte das Glockensymbol anklickt und dort halt seht, dass ich neue Videos rausbringe. Ja. Das wäre zum Teil 1. Ja. Dann, zweiter Teil. Was ich auch wirklich gesehen habe und ihr teilweise, also die, die Englisch sprechen und die diesen anderen großen YouTubern folgen, Schmee150, Supercars of London, Seen Through Glasses, Zepp Delaney, whatever, forget it. Dann Mr. JWW und so weiter und so weiter und so weiter. Ja. Alle großen YouTuber haben dieses Problem, das, was ich angesprochen habe. Und das zweite ist, die Musikindustrie, die ehemals Songs zur Verfügung gestellt hat, die, dass man die Videos immer noch monetarisieren kann. Das heißt Creative Common Rights, so heißt das genau. Die sind jetzt drauf und dran seit 2, 3 Monaten, dass sie alle Videos durchkämmen von größeren YouTubern. Ich zähle mich jetzt nicht zu den großen YouTubern, aber ich bin trotzdem da auch von betroffen. Denn ich habe viele Songs in meinen Videos, wo ich die Car-Porns mache oder halt diese Intro-Songs von Auto-Review.com zum Beispiel. Diese, ne, wo ich halt mit der Drohne fliege und so ein bisschen mit dem Slider rumfahre und so. Da brauche ich ja Musik für, damit das ja für euch auch interessant ist und irgendwie geil aussieht.
Und all diese Songs werden jetzt geflaggt und die Monetarisierung teilweise komplett ausgeschaltet. Das heißt, man verdient nichts mehr an den Videos. Und zweitens, entweder das oder halt, es wird ein Teilbetrag nur noch, der bei uns ankommt und der Rest geht dann zu den Musikproduzenten sozusagen. Was ich ja eigentlich okay finde, aber auch weil wieder scheiße, weil ich habe extra Songs gesucht, die okay waren, wo ich nicht monetarisieren, also wo ich monetarisieren konnte und nicht teilen musste und auf einmal muss ich jetzt teilen. Und nach dem Tunnel geht's weiter. So, Tunnel ist vorbei. Also, ja, bei den großen YouTubern ist das halt so. Da gibt es aber auch noch zwei verschiedene Kategorien von diesen YouTubern, denn es gibt einmal Schmee und Mr. JWW und TGETV, glaube ich sowas, der Typ in dem Bart, die haben einfach Kohle. Das heißt, das sind nicht irgendwelche Normalos, ne, Normalos, die über YouTube berühmt geworden sind und damit ihr Geld jetzt verdienen mittlerweile. Das sind Leute, die haben einfach Schotter, ja, von der Familie her, von dem Vater, von der Mutter, wo auch immer, ja, weil die kaufen Autos links und rechts und die haben einfach ein Business irgendwie am Start, warum auch immer. JW, Mr. JWW, habe ich mal in Monaco auch gesehen, den Typen, der hat einfach Geld, weil der hat, YouTube macht er als Spaß nebenbei, ja, und er macht nicht YouTube als Lebensverdienst oder als Job, während Supercars of London und Sam und Seb Dilani und wie die alle heißen, die machen das Vollzeit, haben keinen Job nebenbei und die haben sich zu spüren bekommen. Denn ihr seht, alle verkaufen ihre Autos. Also die, die ihre Autos verkaufen, das sind diese drei. Die anderen, die verkaufen die Autos, weil es langweilig geworden ist nach 3 oder 6 Monaten und kaufen einfach neues. Ja, Mr. JWW, der kauft dann jetzt dem nächsten Ferrari wieder und Schmäh kauft ja sowieso links und rechts alles, was limitiert irgendwie jetzt am Start ist. Und ja, das ist was anderes, das ist ein anderes Thema. Aber ihr seht es halt daran, dass halt YouTube hat den Algorithmus geändert. Man kann nicht mehr monetarisieren, so wie es vorher ging. Man muss Revenue sharen, wenn überhaupt. Und die Views sind einfach extrem eingebrochen. Und das spüren halt die Leute am meisten, die halt daraus einen Job gemacht haben. Ja? Ich kann von YouTube nicht leben. Ich mache das wirklich als Hobby. Und einmal so als Fact, weil das habe ich euch noch nie gesagt, weil viele fragen sich auch, okay, was verdient ein YouTuber eigentlich? Ja, ich kenne das ja von verschiedenen Kanälen, ich folge verschiedenen Kanälen und ich habe auch Bekannte, die haben YouTube-Kanäle. Und also ich mit meinen 23.000 irgendwas Abonnenten, keine Ahnung was, und mit meinem Zweitkanal, wo ich 6.000, also Auto-Review, ich verdiene so knapp 150 Euro im Monat. Ja? Und das ist nach Steuern. Also das ist nichts. Ja, wenn ihr mal überlegt, wie viele Stunden an Arbeit ich investiere für ein Auto-Review-Video, fahre ich das Auto 3 Tage lang, klar, ich fahre das jetzt zur Arbeit, ich versuche das zu kombinieren, damit es halt ein bisschen smart ist, ne? Aber ich fahre damit zur Arbeit und muss trotzdem noch an Filmen, es dauert ungefähr 4 Stunden, die Videos zu filmen, mit nochmal neu machen, Versprecher und so weiter und so weiter, plus danach nochmal mindestens 1,5 bis 2 Mal so viel Zeit nochmal fürs Editieren, Durchschauen, Bilder einfügen und so weiter, alles online stellen, beschriften, Links einfügen und so weiter. Also im Endeffekt kann man mal sagen, so grob geschätzt 10 Stunden für ein Video. Ich mache mittlerweile, je nachdem wie das jetzt klappen wird, mit der Zeit auch und mit dem Dienstplan natürlich, so 4 bis 6 Autos pro Monat, die ich teste. Ja, dann überlegt euch mal, wie viel Zeit das hat. Also ungefähr, wenn ihr, sag mal, 5 Autos im Durchschnitt, sind das 50 Stunden, die ich nur in die Videos investiere. Und das ist nur auf dem Zweitkanal. Hier dauert es halt, je nachdem, was ich mache, wo ich hinfahre, halt mehr oder weniger. Also, wenn ihr überlegt halt, rechnet zusammen, 50 Stunden dafür, für Patrick 331, machen wir auch nochmal 50 Stunden vielleicht. Oder vielleicht ein bisschen weniger, sagen wir mal 25, sind es 75 Stunden. Was verdiene ich da? 75, 2 Euro die Stunde? Und das ist halt nebenbei. Also im Endeffekt, das lohnt nicht. Davon kann man nicht leben. Ich kann davon nicht leben. Ja. Aber wie gesagt, deswegen ist halt dieses Glockensymbol so wichtig, damit ihr auch wirklich seht, ja, ich mache neue Videos. Wenn ihr euch die interessieren, dann klickt ihr drauf und guckt danach. Ne? Wie gesagt, ich mache halt mehr von diesen Videos jetzt. Ich schedule jetzt wirklich krass. Ich bin mit sehr vielen Garagen jetzt unterwegs. Und habe jetzt wirklich viel abgedreht, was ich jetzt demnächst editieren muss. Der zum Beispiel, den muss ich morgen wieder zurückgeben. Da muss morgen das Video zu Ende gemacht werden noch. Und das ist zwar alles Spaß, ist wirklich sehr geil. Hat nicht jeder die Möglichkeit. Da bin ich auch sehr dankbar dafür, dass ich das machen kann.
Aber es ist nicht so, dass das dass es alles so easy ist, ne? Und dass man damit krass viel Schotter verdient, ne? Und auf Amazon mache ich auch Peanuts. Also das, wenn ihr was kauft da, das sind zwischen 20 und 40 Euro vielleicht im Monat. Dieser Monat war zum Beispiel extrem wenig, ja. Also so müsst ihr mal überlegen. Man macht damit nicht viel Schotter. Das ist wirklich Passion, Leidenschaft und deswegen mache ich das. Also, Support ist kein Mord. Wenn ihr wollt, unten die Links, da könnt ihr mich ein bisschen supporten und halt bitte Glockensymbol. Ansonsten Peace und Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Ciao.